Ein mutmaßlich rassistischer Angriff einer Gruppe junger Leute auf zwei ghanaische Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern hat für Entsetzen gesorgt. Bei dem Vorfall in Grevesmühlen wurden ein 8-jähriges Mädchen und sein Vater verletzt. Das 8-jährige Mädchen und seine 10 Jahre alte Schwester aus einer Gruppe von etwa 20 Jugendlichen und Heranwachsenden herausgegriffen worden. Dem jüngeren Mädchen sollen die Angreifer unter anderem ins Gesicht getreten haben. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel, verurteilte die Attacke aufs Schärfste.